Das ist Münch ganz wohl in Erfurt. Sie demonstrieren und prügeln auf Leute ein, ohne Probleme zu kriegen. Sie registrieren auf vielen Ebenen, dass ihr Handeln keine Konsequenzen nach sich zieht. Deswegen können sie so offen und selbstbewusst agieren. Die bittere Wahrheit ist die, dass wir immer und fast überall von Nazis und anderen potenziellen und wirklichen Faschisten, von Polizei, Justiz, Verfassungsschutz etc. angegriffen werden können und angegriffen werden. Dass nun ausgerechnet Erfurt ein Nazi-Problem habe, das sich von dem in Apolda und Sonneberg unterscheidet, ist sowieso nicht zu erkennen. Vielmehr scheinen in Erfurt die linken Strukturen besser bzw. überhaupt zu funktionieren, die solche Angriffe erstmal öffentlich machen und skandalisieren. Ohnehin führt die Anerkennung einer Begrifflichkeit vielleicht dazu, dass das Problem kommunizierbar wird, aber längst nicht dazu, dass es gelöst wird. Die Frage, warum das Problem nicht gelöst wird, beziehungsweise unter den gegebenen Verhältnissen nicht gelöst werden kann, beantwortet der Aufruf des Demo-Bündnisses, allerdings ohne darum zu wissen. So heißt es schon in der Demo-Ankündigung auf frust.blogspur.de, Zitat: Rassistische und sozialchauvinistische Einstellungen sind kein Privileg von Nazis. Sie werden vielmehr von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen. Zitat Ende. So wahr, so falsch. Der Frage, warum die Mehrheitsbevölkerung diese Einstellung vermeintlich mitträgt, wird nicht weiter nachgegangen. Und auch der vollständige Aufruf hinterlässt Klärungsbedarf. Die Reflexion bricht an der Stelle ab, an der das Elend benannt wird, aber deswegen noch längst nicht verstanden ist. Und so ist es denklogisch nur konsequent, dass die Terminologie mittragen am Ende des Satzes steht und sich der Satz somit schon revidiert hat. Denn sicherlich müssen Rassismus und Sozialchauvinismus ein Privileg der Nazis sein, wenn die Mehrheitsgesellschaft diese Einstellung nur mitträgt, anstatt sich zu konstituieren bzw. durch sie konstituiert zu sein. Es liegt uns fern, uns dem Vorwurf der Kleinlichkeit aussetzen zu wollen. Vielmehr meinen wir, ist der dargestellte Abbruch der Reflexion selbst. Es ist der dargestellte Abbruch der Reflexion selbst, der die politischen Folgerungen der Aufrufenden in die Irre führt. Rassismus wird in der Analyse begriffen als ein äußeres Verhältnis, eine Erkrankung des Bewusstseins, wo durch gutes Zureden und Argumentieren abgeholfen werden kann. Dass dieses Zureden und Argumentieren gegen Rassismus die Menschen nicht wieder auf einen moralisch unbedenklichen Pfad zurückführt und zu guten Menschen macht, zeigt die Praxis nur allzu oft. Es offenbart sich hier nur wieder die Ohnmacht des Aufklärers, die darin besteht, dass Vorstellungen, die auf einem gesellschaftlich Unbewussten aufbauen, nämlich den sich hinter dem Rücken der Menschen Geltung verschaffenden politökonomischen Konstitutionsbedingungen bürgerlicher Subjektivität, dass diese Vorstellungen nicht durch konsequentes Argumentieren zu brechen sind, weil das bürgerliche und damit rassistisch wie antisemitisch konstituierte Subjekt jede Erkenntnis abwehrt, die sich nicht einfügt in das gesellschaftlich reformierte Selbst- und Weltverständnis. Rassismus kann in dieser Gesellschaft nicht durch eine aufklärerisch verordnete Einübung des Grundsatzes der Gleichheit aller Menschen gebrochen werden, weil Rassismus ein gesellschaftlich notwendiges Verhältnis ist. Notwendig, weil es aus der politökonomischen Konstitution bürgerlicher Subjektivität entspringt, die sich ohne das Bewusstsein des Subjekts darüber Geltung verschafft. Der Rassismus schützt das bürgerliche Subjekt vor der Einsicht in die eigene Nichtigkeit, die Einsicht seiner Überflüssigkeit in einer Gesellschaft, in der der Mensch sich nicht Zweck ist, sondern austauschbares Mittel einer Produktionsordnung, die ihren Zweck in der rastlosen Vermehrung von Tauschwerten hat. Vor der Einsicht also, dass man seine eigene Identität in einem Widerspruch konstituiert hat. Durch die Abgrenzung vom Flüchtling oder schlicht vom Ausländer soll abgespalten werden, was man selber am meisten fürchtet. Die Niederlage in der allgemeinen kapitalistischen Konkurrenz. Oft spricht hier die Angst vorm Verlust des Arbeitsplatzes, mit dem man sich identifiziert, weil einem sonst nichts Halt gibt und den man benötigt, um irgendwie am allgemeinen Wohlstand noch partizipieren zu können. Gleichzeitig liefert der zum Volk oder zur Nation erweiterte Stammesverband Halt durch die bloße nominelle Zugehörigkeit zu Menschen, die man in der Regel nicht kennt und falls doch, nur in seltenen Fällen leiden kann. Der Rassismus ist dabei wesentlich ökonomisch konstituiert. Der Rassist verfolgt den Ausländer nicht vorrangig, weil er seine Kultur oder die rassische Durchmischung arischen Blutes fürchtet, sondern weil er ihn als Konkurrenten im Kampf um die im Kapitalismus künstlich verknappten Zugänge zum Wohlstand wahrnimmt.
Daher wird die abwertende Einteilung zwischen politischen und Wirtschaftsflüchtlingen. Vornehmlich Letztere, aber in Konsequenz auch Erstere, sollen lieber in den künstlich arm gehaltenen Ländern verhungern oder auf der Flucht erwischt, in Lager interniert werden, als hier Asyl zu suchen. Denn bekanntlich gilt in Zeiten der Krise umso mehr, das Boot ist voll. Die nachhaltige Beendigung des Rassismus und die Abschaffung der herrschenden Produktionsweise bedingen sich also gegenseitig. Wenn Rassismus, wie übrigens auch Antisemitismus, aus der politökonomischen Konstitution bürgerlicher Subjektivität entspringen. Die Konsequenz der politischen Linken kann demnach nur die sein, das Kapitalverhältnis abzuschaffen, bevor das Kapitalverhältnis damit fortfährt, die Menschen abzuschaffen. Und wer meint, es helfe den Rassisten und Antisemiten, die Problemlage einfach mal klar zu machen und auf gesunden Menschenverstand zu setzen, der irrt sich gewaltig und wird, wo nicht bei sich selbst, bei anderen auf Widerstand bzw. Abwehr stoßen, die genau daher rührt, dass Rassismus und Antisemitismus eben keine temporären Erkrankungen des Denkens sind, sondern Ideologien, die fortbestehende gesellschaftliche Verhältnisse repräsentieren und mit ihnen stehen und fallen. Ohnehin bedarf es nur eines beiläufigen Blickes in die Geschichte, um zu erkennen, dass vor allem die Praxis der sozialdemokratischen Linken nie etwas anderes bewirken wollte, als die Fortsetzung der Katastrophe, die schon immer darin bestand, dass die kapitalistische Barbarei einfach weitergeht. Die Zurichtung durch die objektiven Verhältnisse betrifft uns alle in ganz unterschiedlicher und doch sehr ähnlicher Weise. Gewalt ist sie ohnehin gegen alle, schon weil Menschsein mehr verheißt als das Dasein als ein Funktionselement eines undurchschauten gesellschaftlichen Verhältnisses, das einem guten und vernünftigen Leben für alle Menschen im Weg steht. Die Reflexion in der Aufklärung, in der Selbstaufklärung bricht dort ab, wo die objektiven Verhältnisse nicht als permanente Gewalt gegen einen selbst wahrgenommen werden. Nicht zu erkennen, dass man zum Agenten der objektiven Verhältnisse gegen sich selbst geworden ist. Der Bruch im Selbstverhältnis ist die notwendige Voraussetzung für eine Fortsetzung der Reflexion. Und um die Gewalt nicht als ein in den Verhältnissen Äußerliches zu begreifen, sondern als Konstitutionsbedingung alles bestehenden Gesellschaftlichen. Antifaschistische Gesellschaftskritik muss darauf zielen, diesen Bruch bei möglichst vielen Einzelnen herbeizuführen, den Kitt bürgerlicher Ideologie zu lockern und so den Bann undurchschauter Vergesellschaftung und ihrer permanenten Gewalt zu lösen. Dieser Gewalt der gesellschaftlichen Verhältnisse ist nicht beizukommen durch gutes Zureden, durch Reformen, Menschenrechte oder Sozialarbeit. Sie muss zerstört werden mit der Ordnung, die sie zuverlässig hervorbringt. Anders wird die Gesellschaft der Freien und Gleichen, der Kommunismus, nicht zu haben sein. Theorien nutzten Herrschenden als Legitimation ihres politischen Handelns, welches darauf ausgelegt war, die Macht des Adels aufrechtzuerhalten und auszubauen. Die Kategorisierung führte sozusagen zu einer Herstellung rationeller Ungleichheit. Sei es um 1800 in Ostasien, als die Menschen plötzlich als sogenannte Gelbe bezeichnet wurden, oder während des Ersten Weltkrieges, in welchem die Herrenrasse von deutschen AutorInnen je nach Koalition umgedeutet wurde. Erfurt, 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 wir sind da! Erfurt, Erfurt, wir sind da!
Dies war allerdings nur möglich, weil es zu einem schnellen, breiten und öffentlichen Widerstand kam und einige Menschen die Nacht vom Polizeirevier verbrachten mit der Forderung, erst wieder zu gehen, wenn das Hamidi freigelassen wird. Die Anwesenheit von Polizei kein Gefühl von Sicherheit, sondern es kommt zur Sorge und schürt Angst. Selbst bei Bedrohungsszenarien ist sie selten ein Anlass zum Aufatmen. Grund dafür sind ständige Schikanen gegen all jene, die den gutbürgerlichen Verhältnissen gegenüberstehen, die als Gefahr wahrgenommen werden und gegen die mit Hilfe von Feindbildern vorgegangen wird. Der Begriff Gefahr bezieht sich hierbei nicht nur auf die mögliche Beschädigung von Personen, Tieren und Dingen, sondern als erstes auf eine mögliche Schädigung der öffentlichen Ordnung. Die ordentlich gekämpften Nazi-Kameraden fallen nicht darunter. Immerhin gefährden sie nicht die wohlgehütete Sauberkeit der Touristeninnenstadt. Alternative und migrantisch Aussehende werden dagegen als Bedrohung der öffentlichen Ordnung angesehen und Angriffe auf sie durch Nazis nicht ernst genommen. Sie werden meist nach Nazi-Übergriffen belächelt und gelegentlich wird ihnen die Schuld am Angriff selbst gegeben. Frei nach dem Motto, wer anders aussieht, gehört hier nicht her. Deutlich zeigte sich diese Einstellung, nachdem im Juli dieses Jahres eine Gruppe Nazis Studentinnen eines internationalen Kollegs tätlich angriff. Die Polizei nahm die Betroffenen nicht ernst, empfahl die Angreifer nicht als Nazis zu benennen und redete von bloßen Konflikten und scherzte mit den Nazis. Im Sommer 2008 wurde die jährlich stattfindende Punkerbootstour von Nazi-Hooligans angegriffen. Dieser Angriff wurde im Vorfeld von einem stadtbekannten Schläger-Nazi angekündigt. Nachdem der Überfall erfolgreich abgewehrt wurde, kam es zu mehreren Festnahmen auf Seiten der Punks. Deren Notwehrhandlungen wurden unter anderem als schwere Körperverletzung kriminalisiert. Einen politischen Hintergrund habe es nicht gegeben. Die Polizeidirektion Erfurt erklärte lediglich, dass die Angreifer der Erfurter Hooligan-Szene zuzurechnen seien.